Und da sind wir auch schon wieder. Hallöchen und willkommen zurück aus der Pause. Und es geht zum Experiment. Julia, während ich da hier was mache, willst du mal kurz quasi durchkommentieren? Ich schalte mal... Ja, ich versuch's. Ich schalte mal die Kamera um. Auf das Experiment. Ups. Oh ja, das schaut gut aus. So professionell, André. Was? Weil so professionell mit zweiter Kamera und so. Nicht so wie Inga, die sonst einen Laptop rumdrehen. Seht ihr was? Seht ihr was? Ich hab mich bemüht. So, also als erstes Mal hier ein auf die eine Seite ein Kühlpack. Das ist jetzt das Wasser Traumtemperatur, oder? Das Wasser hat, kann man gerade, leider ist die Ansicht wahrscheinlich gespiegelt. Kann sehen, 23,8 Grad, ja, ein bisschen mehr als Raumtemperatur. Und der Kühlakku ist halt, sollte vielleicht sogar ein bisschen weniger als 0 Grad haben. Und jetzt, was ich als erstes mache, ist, auf die Seite des Kühlakkus, natürlich schmiere ich mich hier auch zu, ne? Wenn man mit Tinte hantiert, werde ich erstmal ein klein wenig... Ja, André ist nämlich von der Lebensmittelfarbe auf Tinte umgestiegen. Mal gucken. Oh. Das schaut richtig gut aus mit der Tinte. Sollte funktionieren, hoffe ich. Total ästhetisch. So, und jetzt auf die andere Seite, auf die Oberfläche, mit einem Löffel. Achso, das kann man nicht sehen, wenn ich meine Griffel davor halte. Mal rote Lebensmittelfarbe. Du musst gleich das Schälchen wegnehmen. Ja. Oh nein, das sinkt auch schon wieder ab. Aber man sieht hier auf jeden Fall, also mit der Tinte sieht man gerade echt total fantastisch, wie das blaue, kalte Wasser Richtung rotes Wasser rüberzieht. Allerdings zieht das Rote. Na, gucken wir mal. Wir gucken mal, was passiert, wenn es aufeinander trifft. Ja, ich mache noch mal ein bisschen... Ich lege noch mal ein bisschen Blau nach. Ah, witzig. Schau mal, das Blau steigt jetzt über das Rot. Was für eine Geil, es formt sich hier irgendwie so eine Art Welle. Meinst du, welche Temperatur hat es hier in der Nähe des Kühlakkus? Nee, das rote Wasser, was du reingemacht hast. Das war auch Zimmertemperatur. Das war sogar ein bisschen wärmer. Ah, okay. Mhm. Okay, komisch, dass es absinkt. So, ja, witzig. Ja, das Blau hat sich... Jetzt ist so ein bisschen... Da mischt sich jetzt wahrscheinlich die Temperatur. Jetzt hat sich die Bewegung verlangsamt. Ja. Aber jetzt das Blau nimmt... Blau nimmt jetzt wieder Fahrt auf und drückt sich dem Rot entgegen. Wenn man sieht, dass es halt das kalte Wasser, das dichter ist, das macht sich jetzt platt. Ah ja, schau mal, jetzt sieht man ganz cool, so dass das Rot, das wird so ein bisschen hochgedrückt. Ja, tatsächlich. Weil eben das kalte, blaue Wasser kommt. Also ich meine, vielleicht müssen wir mal ein bisschen warten, vielleicht wird das Rot jetzt noch weiter nach oben gedrückt. Das Experiment funktioniert immer noch nicht so, wie ist das eigentlich, wie es sein soll. Ja, ich würde nochmal ein klein wenig Rot auf das andere Ende geben, vielleicht. Also ich versuche es halt mit dem Löffel irgendwie abzusetzen, sodass es auch... Das ist einfach schwer, das ist wahrscheinlich einfach die Farbe. Aber ja, aber jetzt das hast du auf jeden Fall Strömung reingebracht. Ja. Ja, jetzt ballert das Rot wieder. Die Farbe ist vielleicht sorgt einfach dafür, dass es auch schwerer ist, ne? Ja, ich weiß nicht, das ist eine gute Frage, was in Lebensmittelfarbe drin ist. Aber ja, ich vermute, dass das genau die Dichte erhöht von dem Wasser und deswegen
Ja, ist Zucker absolut. Und Glukosesirup. Also das wird. Ja, krass. Schau mal, jetzt hast du da das Rot reingemacht und jetzt drückt's das blaue Wasser wieder total zurück. Ja, aber es ist auch interessant, wenn man das so von der Seite sieht, aber ich werde jetzt mal die Kamera bewegen und von oben reingucken. Mhm. Das sieht nämlich auch abgefahren aus. Also es ist halt so kreisförmig vom Kühlakku ausgehend. Drückt das blaue Wasser und ich versuche es jetzt mal möglichst ruhig zu halten. Man kann da tatsächlich Bewegung sehen im blauen Wasser, wie es über das Rote steigt. Also die Tinte, so wie es aussieht. Du hast jetzt normales Leitungswasser genommen, nicht Salzwasser, ne? Ja. Ach so, Salzwasser wäre wahrscheinlich besser gewesen, um die Dichte zu erhöhen, ne? Ja, genau. Also, was man hätte sehen sollen, also man kann es hier ganz gut sehen, welche Dynamik passiert, wenn man auf einer Seite Raumtemperatur hat und dann plötzlich eine kühlende Quelle reinbringt, die das Wasser halt abkühlt, hier auf der Seite mit dem Kühlakku. Dort wird das Wasser abgekühlt und eigentlich sollte ein Tiefenstrom entstehen. Man hat das auch am Anfang ganz gut gesehen, wie quasi das Wasser, was eingefärbt war von der Tinte. Ich kann auch nochmal probieren, ob ich noch ein bisschen die Sache einfach noch bunter zu machen. Hier nochmal ein bisschen nah am Kühlakku Tinte reintropfen. Ich habe leider keine rote Tinte bekommen. Das wäre vielleicht noch eine Nummer gewesen, aber man sieht es auch ganz gut, wie das Wasser absackt. Das ist nicht nur die Schwere der Tinte selber, sondern dass sich die Tinte nach vorne bewegt hat, ist ein Zeichen dessen, dass quasi von dem Kühlakku selbst quasi ein Strom auf der Unterseite von der Tupperdose oder von der Frischhaltebox in Richtung Rotes gewandert ist. Was man hätte auch sehen sollen, ist durch die rote Farbe, dass ein Strom an der Oberfläche Richtung Kühlakku sichtbar werden sollte. Das hat hier wieder mal nicht so richtig funktioniert, aber wir können, glaube ich, sagen, dass man, jetzt sieht man es auch toll mit der Tinte nochmal, dass da tatsächlich ein Strom ist, der hier unten in die Richtung wandert. Ja, vielleicht, André, wer weiß, mit dem Rot, ich meine, vielleicht funktioniert es später nochmal, vielleicht schalten wir einfach nochmal rein, ja. Irgendwie in 10 Minuten oder so. Wir schalten nochmal rein. Ja, ich behalte es im Auge. Ich kann eigentlich auch die Streaming, achso, ich kann das hier mal so anlassen. Wenn ich ins Spiel wieder reingehe, dann, achso, nee, das funktioniert nicht. Doch, das funktioniert. So, dann würde ich mal sagen, machen wir den nächsten Tauchgang und wir können dann einfach gleich mal umschalten. Und Julia, dir lasse ich die Ansicht auch. Du kannst ja sagen, wenn sich was verändert. Ich gucke auch ab und zu mal hin. Okay, dann gehen wir mal zurück ins Spiel. So, wir sind bereit für den nächsten Tauchgang. Die Drohne, die irgendwie was erforschen sollte, also ich will jetzt einmal kurz auf den Chat eingehen. Meine Frau bringt mich um, wenn ich unserer Tochter die Tinte mopse und dann mit den Kühlakkus in einer durchsichtigen Kiste experimentiere. Nein! Du hast das von WissenschaftlerInnen aus dem Internet. Ja, in der Lebensmittelfarbe ist Zucker drin. Das stimmt. Ich habe nicht über die Dichte nachgedacht. Und tatsächlich glaube ich, man kann jetzt schon, ne, noch nicht so richtig, man kann jetzt schon ein klein bisschen was sehen, aber wir beobachten das mal weiter und schalten gleich nochmal darum. Ja, die Dichteveränderung, darüber habe ich nicht nachgedacht. Ich habe mir Mühe gegeben, das mit dem Löffel abzusetzen, sodass ich wenig Verwirbelung reinbringe. Aber mal gucken, wie sich das jetzt noch weiterentwickelt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zum nächsten ganz dünnes Eis. Okay, wir sind nicht nur aus dem Internet, sondern man kann auch wir sind auch an Unis beschäftigt.
Sagt auch einfach, das ist ein Schulprojekt. Genau. So, wir gehen jetzt wieder tauchen. Day 7. About to enter the Twilight Zone. I'm following Andrea's family down to the Seamounts, where I hope to observe them hunting. Arena has been testing our samples and is worried about a harmful algal bloom being somewhere nearby. So I am to keep an eye out for that. Check. I'm also keeping an eye out for more turtles. I know they're out there. Ready to dive. Okay, jetzt gehen wir tatsächlich, wir tauchen tiefer. Mit einem normalen Taucheranzug. Das ist, glaube ich, hier wird's ein bisschen Sci-Fi. I'm in and okay. And we're streaming. Hello everyone. Welcome. Or welcome back. I'm diving near a Seamount region, also known as the Twilight Zone, because it is just beyond reach of the sun. And we'll be taking some questions live, so be nice. We'll also be testing a playback system to interact with whales. Ich schwimme mal da drüben hin. Was ist das da? Bogenstirn-Hammerhai. Und eine Rippenqualle. Die können wir uns nachher auch alle ansehen. Laternenfisch. Laternenfisch. Du, was ist das? Da unten. Eine unserer Drohnen. Also. So, Twilight Zone heißt, also das ist schon tiefer, oder? Also. Ja, genau, das ist so in der Regel so 200 Meter, wenn das Wasser klar ist. So ab 200 Meter gibt es kein Licht mehr. Okay, aber das ist mit einem normalen, also normaler Taucher mit einem normalen Taucheranzug, das ist, kommt man da noch hin? Ja, sollte noch gehen. Also bei den Freitauchern hatten wir doch mal nachgeschaut, da ist, glaube ich, der Tauchrekord bei 100... Wanna hear something cool? So 24 Metern oder sowas. Okay. Ungefähr. Ich hab den schon echt so oft nachgeguckt und ich vergesse ihn immer wieder. Oh, das ist ja ein ziemlich gut. Andre is going to serenade some humpbacks. Well, not me, but using a song I generated from other recordings. Und ich glaube, mit dem Druck auf 200 Metern geht noch klar. Also diese, es gibt ja diese krassen Industrietaucher, die so bei Bohrinseln und sowas irgendwie reparieren und so und darunter gehen. Und ich glaube, die haben auch keine speziellen Tauchanzüge, was den Druck anbelangt. Die haben natürlich eine total krasse Ausrüstung, weil die teilweise 12 Stunden da unter Wasser sind. Also es ist super heftig und die müssen auch danach direkt in so eine Dekompressionskammer für 24 Stunden. Also ist dann schon so eingerichtet irgendwie wie eine Wohnung. Da kommen die rein, damit die eben nicht noch länger unter Wasser bleiben müssen zum für die Dekompression. Und das ist auch echt ein krasser Job, ey. So Industrietaucher, boah, ne. Hier im Dings wird uns angezeigt, wir sind auf einer Tiefe von 415 Meter. Ja, ich glaube, da wird es schon schwierig. So, wir haben ein Fragezeichen gefunden hier. Da oben. Fetter, das ist wahrscheinlich so ein Humboldt-Squid, würde ich jetzt einfach mal. Ein riesiger Tintenfisch. Okay, dann gehen wir mal erstmal zu dem Signal, wo wir einen Fisch zuordnen. Nicht einen Fisch, einen Wal. Okay, time to see if any humpbacks respond to our song. Jordan wants to know how you will know. Great question. If we have recorded him before, we'll see if the influence of our song affected his. Scientists believe whales from one region can influence the song of whales from another when they mix. So, und den müssen wir jetzt wieder, genau, Zoom scannen. Aha. Und jetzt gucken wir uns noch die Flosse an. Hey Andre, we've recorded a song from this one before, right? We have. How quickly can you compare his two songs? Well, I need to wait for his song to complete at least one full cycle. And how long is that? 20 minutes, maybe more. Wow, that's a long, slow ballad. Okay, wir haben den gescannt.
Ganz kurz, also ich glaube, Update von deinem Experiment. Ja. Also ich bin der Meinung, dass man jetzt so ein bisschen sieht, dass das Rot schon fast bis an die Oberfläche gedrückt wurde. Und das Blau ist irgendwie fast verschwunden. Ja, ich mach mal, wir gucken uns das mal genauer an. Ja, man kann schon bis, ja genau, die Tinte hat sich schon gut aufgelöst und von oben, also tatsächlich, das Rote wird nach oben gedrückt. Die Tinte, ja, die Tinte wurde quasi immer weiter zur Seite gedrückt, so wie es aussieht. Wenn wir von oben reingucken, kann man das sogar noch ein bisschen, ja, so kann man es nicht so ganz sehen. Da ist vom Blauen kaum noch was zu sehen. Wenn ich hier mal so ein bisschen, na, kriege ich nicht vernünftig scharf gestellt. So. Ja, aber man sieht ein bisschen, dass es hochwandert. Ich würde dann vielleicht sogar noch mal ein bisschen Blau nachlegen. Ja, leg mal Blau nach. Auf jeden Fall ist es bis jetzt, ich glaube, der beste Versuch. Okay. Wenigstens ein bisschen Verbesserung. Ich habe mich bemüht, dass es, ja, und es läuft dann am Kühlakku runter und wird hoffentlich dann genauso abgekühlt wie das Wasser. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück, ne? Ja. Okay. Da sind wir wieder. So, und wir haben zwei Fragezeichen. Das hier ist näher. Hier unten ist noch irgendwas. Wieder eine Rippenqualle. Da ist wieder ein Mondfisch, so wie es aussieht. Ja. Die dümmsten Lebewesen auf dem Planeten. Another leatherback turtle, Andre. And feasting on some moon jellies. That is odd. Is that the same one we saw before? It looks bigger, but let me zoom scan it to be sure. Ich scanne erstmal ein bisschen die Quallen. Dann können wir uns die nachher im U-Boot auch nochmal genauer angucken. Die Schildkröte haut sich da Quallen rein, ne? Ja. Ja, das ist interessant tatsächlich mit den Quallen, weil es eben vorhin auch in dem Text da gesagt wurde, dass die ja so nährstoffarm sind. Aber mittlerweile hat man festgestellt, dass viel mehr Fische und Tiere Quallen fressen, als man dachte. Und sie scheinen irgendwie doch nicht so nährstoffarm zu sein, wie man mal dachte. Welcome back, Turtles. Enjoy your beautiful moon jellies. Moon jellies are beautiful. There is a decent chance this jelly will regenerate itself. Do tell. In fact, a few species of jellyfish are technically immortal. They can revert from being full grown to their younger state and essentially start their life cycle over. Thank you, Irina, who will make us all immortal one day. Mhm. Das stimmt mit den unsterblichen Quallen. Habe ich auch in meinem Buch drüber geschrieben. Ja, genau, gute Gelegenheit, für einmal ein Buch, eine kleine Buchempfehlung rauszuhauen. Julia hat nämlich ein Buch geschrieben. Es ist noch nicht raus, oder? Nee, am 19. April. 19. April kommt raus und wie heißt es? Frau Schnetzer. Wenn Haie leuchten. Wenn Haie leuchten. Ja. Ihr werdet garantiert von uns auch hier genau damit genervt werden. Weil ich mich schon sehr darauf freue, das auch zu lesen. Ein Peterfisch. So, Frank. Peterfisch. Zeus Faber. Peters. Ich sage nur, was mir. So? Was ist das? Sieht aus wie eine. Spinne. Nee. Eine große Krabbe. Ja, heißt die nicht. Wie heißt denn die? Königskrabbe? Nee. Da war noch mehr. Sieht auf jeden Fall alles sehr schick hier aus. Wieder eine Rippenqualle. Da ist wieder ein Mondfisch. Je mehr wir hier scannen, desto mehr können wir uns auch. Looks like they're hunting lanternfish. Well called, Irina.
We'll make you a sea witch yet. I'm sorry, a what? Let's scan a few to pick up their hunting behavior. Here goes. Okay, was soll ich... Das sind... Da steht nur der lateinische Name, ne? Taninga Danea. Scott from Denver wants to know if they eat each other. Some do. I think this one was upset he missed out on his prey. Ah. Tintenfische. Octopus. Octopusse, Entschuldigung. Na, ich guck's gerade nach, weil ich weiß auch nicht, was die Video auf Deutsch heißen. Schwimmen die mit den Tentakeln voran? Sieht ja abgefahren aus. Nee, schwimmen die mit, nee. Doch. Ja? Sieht ein bisschen aus wie so Fledermäuse oder so. Ja? So, zurück zu unserer Boje. Hier sehe ich noch was, was ich scannen kann. Wieder eine Rippenqualle. Mehr Rippenquallen. Kaiserbarsche. Oh Mann, ey. Also, ich finde das schon unheimlich. So wie das gestaltet, dass man nicht so eine hohe Sichtweite hat. So ist das im Meer. Ja. So. Ob es eine Lesestunde gibt? Ja, vielleicht. Lese ich mal ein bisschen was vor, wenn es raus ist. Machen wir eine Online-Lesung. Oh yeah. Da bin ich voll für. So, ein Fragezeichen und irgendetwas Rautenförmiges. Great. I've been waiting for this. I've just activated your UV light. First of all, don't mess with my suit when I'm diving. Secondly, you spoiled my surprise. Okay. Jetzt können wir einen Fluo-Dive machen, einen Fluoreszenztauchgang. Mit UV-Licht. Okay. Oh, und Schwellhai. Oh, Schwellhai, auch in meinem Buch. Und die sind fluoreszent? Ja, du musst ihn anleuchten. Ja, die fluoreszieren ganz krass grün. Okay. Okay, V. Oh. Yeah. There you go. Wenn Haie leuchten, sage ich dir. Swell sharks have developed biofluorescence to communicate with each other. No. Their eyes have special adaptations for the UV light. Now you can see what a swell shark sees. That's what I'm talking about. Cool. Also das sind quasi die Namensgeber deines Buches. Das sind nicht die einzigen Haie, die leuchten, gibt noch mehr. Okay. Es sieht auch sehr geil aus, jetzt gerade hier mit UV-Licht durch die Gegend zu schwimmen. Ah, okay, ich muss noch einen Schwellhai untersuchen. Die heißen übrigens Schwellhai, weil wenn die Angst haben, dann schlucken sie ganz viel Wasser und schwellen dann an, also kriegen einen dicken Bauch, damit sie nicht so leicht gefressen werden können, weil man sie nicht so leicht runterschlucken kann. Oder damit sie größer wirken und dann die anderen Angst vor ihnen. Next you can try the black light I installed in your sub. You did not. You did install it in your dorm room back in the day. Your wife showed me pictures. Ja, das ist ein Sachbuch, genau. Aber es ist also ein populärwissenschaftliches Sachbuch. Also das schon so geschrieben ist, dass das für jedermann ist und dass das auch nicht zu trocken ist und so. Ich will nochmal hier bei den... Hier ist nochmal so ein Ding. Kann ich nochmal? Oh ja, ich kann nochmal. Die Korallen... Ich finde ja Fluoreszenz immer total großartig. Und ich habe auch ein Rotlicht, so wie es aussieht. Ja, so, Rotlicht ist gut in der Tiefsee, weil das können die Tiefseebewohner nicht sehen und so kannst du Licht machen, ohne sie zu verschrecken. Ah. Damit kann man die besser untersuchen. Ja, also tatsächlich, also Fluoreszenztauchen kann man, also das ist jetzt nicht Science Fiction, sondern das kann man wirklich machen, also schon seit... Also ich glaube, ich habe meinen ersten Fluoreszenztauchgang, oh Gott, 2007 oder so gemacht. Also es gibt schon eine Weile. Mhm. Und es gibt halt ganz viel im Meer, was fluoresziert. Also Korallen, ganz viele Fische, Tintenfische und so. Und genau, das ist aber eigentlich noch relativ neu und noch relativ unerforscht. Auch warum das so ist.
So, ne, also ob das eben, also wahrscheinlich wird es genutzt zur Kommunikation, aber auch zur Tarnung, zum Beutefangen. What am I looking for here? Oh, one of our sperm whale tags must have fallen off. Andre, you really need better glue for these. I don't use glue. Okay, wir müssen hier irgendwie von den Pottwalen, die auf Englisch Sperm Whales heißen. Horst, die fragt gerade, welche Tiere in dem Spektrum sehen. Das ist eine total gute Frage. Das weiß man nicht genau, weil man muss sich die Augen dafür anschauen von denen. Also zum Beispiel diesen Schwellhai, den wir gerade gesehen haben, da hat man das eben genauer untersucht und da hat man gesehen, dass bei denen in ihren Augen Oh, what the? Why? An octopus. Are you okay? Other than getting inked in front of a live global Sorry, audience? Abgelenkt vom Spiel. You know, you might want to get that off you. It will probably attract predators. Die Schwellhaie, genau, die haben ein Pigment im Auge, wo sie genau eben diese Wellenlänge, ich glaube, das ist so ein Bereich 520 bis 540 Nanometer. Also es ist genau die Wellenlänge, die Fluoreszenz hat. Und das können sie sehen. Und sonst sind sie nämlich eigentlich auch farbenblind. Ah, okay. Und genau, und das heißt, also man geht davon aus, dass eben viel, also auch einige Fische hat man schon festgestellt, dass die auch in dem Bereich sehen können. Aber man muss sich halt eben die Augen angucken, um das zu wissen, ob sie das sehen können. Und das ist nicht wirklich einfach, so eine Analyse. Welche Wellenlängen? Also es ist nicht einfach so Auge rausnehmen und in Analysator reinstecken, sondern es bedarf einer sehr, sehr genauen Untersuchung. Also ich habe mich damit mal beschäftigt, okay, alleine wie das bei Säugetieren ist, bei Rehen und sowas, da ist es halt nicht einfach nur man guckt, was absorbiert wird oder sowas, sondern muss tatsächlich auch die Sinneszellen genauer untersuchen. Also das ist halt nicht mal eben so gemacht. Das ist echt ein längeres Projekt für ein Tier oder ein Auge, was man da machen muss, um sowas rauszufinden. Okay. Scannen wir nochmal ein bisschen. Das klingt nach Buckelwalen, oder? Ja. Das klickt. Okay. Dann schwimmen wir mal in die Richtung. Ja, das Spiel. Sperm whale. I think it's. Yes, it's hunting. First time we'll be able to document it with Andre's technology. Es steigt ab in die Tiefe und jagt. Und ich folge ihm jetzt mit dieser Drohne und scanne Sachen. Walbrummen. Ja, ich glaube, damit checken wir die Umgebung aus. Ah, okay, wir tauchen also nicht so tief mit, sondern mit der Drohne. And then the buzz. I got it. Raj from Mumbai wants to know, what's the buzz? I think he was making a joke. Got it. But what is the buzz? How is it used? We're not entirely sure, but definitely associated with being close to prey. This is just the warm-up. The real fun will come in the deep. Okay. Jetzt wird spannend. Jetzt wird spannend. Ich scanne nochmal hier oben. Ein Hammerhai. So, da ist ein Fragezeichen. Unbekannten Sensor. Ich sehe um mich herum da. Ah, da ist wieder so eine Chimäre. Ein Rattenfisch. Oder wie ist das? Das haben wir doch im. Ja. Wenn abzu, ich glaube, dass das Rattenfisch heißt. Ja. Das wusste ich nicht, dass das auf Deutsch so heißt. So, irgendwo. Das sind, können auch zu den Knorpelfischen, die Chimären. Also Knorpelfische sind Haie, Rochen und Chimäre. Also es ist quasi ein bisschen so ein Zwischending zwischen Rochen und Hai. Andre. Deswegen wahrscheinlich auch der Name.
Wir haben Babyschildkröten. Right, Andre? Give him a minute. Right. Let's scan a few of these to get their gender. There's a tiny tag here. Andre? Chen from Shanghai wants to know why you care about their gender. Well, their sex is determined by the temperature of their nests. Warming beaches wiped out the turtles in this region. Believe in a little magic now, Andre? I may just start, but let me check on that tag first. So, und jetzt da unten ist anscheinend der Pottwal. Weiter in der Tiefe. Oh. Ein Rai oder ein Chimier. Oh, wow. Glad we didn't miss this. Beautiful. Yeah, they must have been hunting down past the rift. I think we found our spot for our first deep dive. Mirai, check out that one closest to you. What's that on its skin? Not sure I can catch them. They're headed to the surface. Might just be a scrape from a ship strike. Yeah, let's hope that's all it is. Let's end it here. Ist das schon wieder? So, jetzt dieser Livestream hier. Der Livestream im Spiel. Wir streamen ein Spiel, bei dem wir einen Livestream streamen. But I really understand where that comes from. Everyone's seen the pictures, but I can tell you it was really tough to be doing hands-on work when we were losing entire species. For me, it was the whales. But for Andre, it was the turtles. I stayed to help him. Several of the other scientists did as well. By then, only Andre's protected nests were the ones producing turtles in the region. We all figured that the population was going to collapse, and eventually it did. But seeing this large man spend day after day carrying tiny turtles from the nest to the water, it inspired us to stay. I mean, coming back now, it feels like another world. Andre is not an angry man, Arena. He's just a man who gets angry when he sees people say it's too hard, or that they don't care at all. Yeah. Okay. So, wir können jetzt dem André nochmal, er hat uns eine Nachricht aufgegeben und wir bewegen... Ja, so, Sade. Hi, Mirai. Sorry to miss the post-diet brief. I'd been listening to our humpback recordings for hours and got myself in a kind of funk. Actually, I started listening to the humpbacks and then switched to Miles Davis. Anyway, I don't see any clear sign that our playback influenced any of the other whales yet, but I just know we're on the right track. Sorry to be in such a mood. Don't know what to make of those turtles or what's going on with our sperm whale family. Right. Catch you in a bit. Okay, Oh, jetzt sind wir schon wieder beim nächsten Tauchgang. Ich hätte mir gerne noch... WS? Hätte mir gerne noch die Bilder vom letzten Mal angeguckt. Ja, das ging gleich weg, ne? Ja. Okay, wir... Nochmal ganz kurz, André, zurück zu deinem Experiment. Also jetzt ist Rot auf jeden Fall oben und strömt zum Kühlpack, würde ich sagen. Und das Blau ist schon wieder weg. Das Blau ist schon wieder weg. Ich glaube, die Tinte scheint sich mehr, also... Ja, die löst sich. Oder quasi nicht also, so stabil zu sein. Ja, die verteilt sich mehr im Wasser. Im Gegensatz zur Lebensmittelfarbe, so wie es aussieht. Ja, das Rot
fängt an aufzusteigen. Von oben sieht man nicht wirklich was. Also von oben, was wirklich interessant ist, von oben sieht man eine sehr klare Front. Also eine sehr klare Linie irgendwie. Ja, aber man merkt jetzt halt auch, dass das Wasser sich wahrscheinlich schon relativ durchgekühlt hat, schätze ich mal, weil man sieht auch die Tinte sinkt nicht mehr so schnell wie beim allerersten Mal, als du es reingemacht hast. Ja. Und die bewegt sich auch nicht mehr so schnell auf die andere Seite. Das war echt am Anfang viel, viel krasser. Ja, ich messe mal hier direkt neben dem Kühlpack. Wie die Temperatur aussieht. Ah, die sinkt nur ganz langsam. Ja, die Tinte wird auch nicht mehr nach vorne. Ja, doch, langsam wird sie nach vorne gepusht. Aber nicht mehr, also am Anfang war das echt ziemlich schnell. Ja. Wie die geströmt ist. Und wie viel Grad hat es da? Man kann es nicht sehen im Screen. Ja, 20 Grad. Jetzt habe ich natürlich das Kühlpack verschoben und Strömungen reingebracht. Aber ja, es ist leider gespiegelt, das tut mir leid. Also 20,1 ist da die Temperatur. Ich glaube, es hat sich jetzt mittlerweile schon ausgeglichen. Man sieht auch, wie die Tinte in alle Richtungen strömt. Das sieht eigentlich auch sehr, sehr geil aus, wenn man von oben reinguckt. Das schaut auch von der Seite ziemlich von der Seite cool aus, weil die Tinte steht so. Ja. Es schaut so ein bisschen aus wie so ein Monster, das da so sitzt. Kunst, André. Kunst, ja. Kunst, aber wir sind ein klein wenig weitergekommen, was das Experiment angeht, würde ich sagen. Auf jeden Fall, also hat zwar immer noch nicht hundertprozentig so geklappt, wie wir es wollten, aber es auf jeden Fall war beste Durchgang. Beste Durchgang ever. So, ja, was machen wir? Also noch eine Tour tauchen und weiter in der Geschichte vorankommen? Ja, ich würde sagen, einen Tauchgang können wir noch machen, ja. Oder? Ja, würde ich auch sagen. Day 12. Spent the last five days on an endless series of depth tests of Andre's deep diving suit. Guess he doesn't want me to implode on the live stream. I do hope it's giant squid proof, though. The mapping drone located a brine pool near where Andre's family has been hunting. That is, before it went AWOL. Ready to die. I mean dive. Okay. Also sie hat einen Tieftauchanzug und wir hoffen, dass wir Buckelwale dabei erwischen, wie sie Riesenkraken jagen. Schauen wir mal. Okay. I'm in and okay. You sure I can't talk you into another test dive at this depth before we stream? Enough test dives. It's not like I'm doing a spacewalk. Well, with this suit you probably could. Are we gonna talk about suit crush depth again? I think we can probably roll. Starting live stream. Welcome back, ocean friends. Tonight, I am deep. Midnight zone, no light from the surface deep. Tonight, we're using Andre's lure drone to mimic the Atolla jellyfish to lure large predators like the giant squid. It's certainly not all my tech. I'm building on years of prior research. Don't forget our mission to the brine pools. Oh yes, Arena will fill you in on that later. So, ihr könnt das jetzt leider nicht sehen, weil da habe ich unsere Bilder drüber gepackt. Normalerweise ist halt oben am Bildschirmrand der Kompass, der mir Norden, Süden, Westen und so anzeigt. Aber da steht jetzt auch unsere Tiefe und da steht gerade Tiefe 3733 Meter. Das funktioniert mit einem normalen Taucheranzug leider nicht. Insofern ist dieses Spiel halt Science Fiction. Was haben wir denn hier? Ein Fußballfisch. Den kenne ich auch nicht. Ah, doch. Hä, das ist aber ein Ding. Ein Anglerfisch. Tiefseeanglerfisch. Ich wusste nicht, dass der auch Fußballfisch genannt wird. Das ist der Böse aus Findet Nemo. Stimmt. Das sind auch die sind so. Geh mal, kannst du an die Nähe rangehen? Also ich meine, ich weiß nicht, ob sie so kleine Details eingebaut haben. Aber die sind abgefahren. Also die wurden auch jetzt erst, ich glaube, zweimal lebend gefilmt. Also sonst die Bilder, die man von denen kennt, das sind immer tote Exemplare.
Und das ist ein Weibchen? Hä? Und das weiß ich daher, weil... Es groß ist? Ja, so groß ist ein richtiger Fisch. Und die Männchen sind ganz klein. Und die verbeißen sich an den Weibchen und wandeln sich dann quasi um in eigentlich nur noch Samensäcke oder Hoden. Also die hängen dann an den Weibchen dran, werden mit ihrem Blutstrom verbunden, also werden quasi so auch mit von dem Weibchen gefüttert und geben halt dann Samen ab. Und das können auch mehrere Männchen gleichzeitig sein. Also ich glaube, das meiste, was wir mal gefunden haben, waren 11 Männchen an einem Fisch. Okay. Das ist mal Selbstaufgabe, ne? Ja. Ein Laternenfisch? Ja, den kennt jeder, ja. Hä? Die sind aber schnell. Wir haben auf jeden Fall jede Menge, um uns am Tisch anzugucken. Demnächst. Wieder ein Fußballfisch. Fußballfisch? Ja, wahrscheinlich, weil der so... Diese weißen Markierungen, wie so die Nähte vom Fußball. Oh, ja, ich hab mal, Licht jetzt? Jetzt habe ich UV-Licht angemacht. Und das ist rotes Licht. Ja, das brauchst du wahrscheinlich nachher. UV-Licht. Oh. Ja, Horst, die würdest du gern dich an einer Frau verbeißen. Und dann als Hodensack an ihr hängen. Ich weiß nicht, ich glaube, das wäre ein bisschen langweilig. Na, Fußballfisch, vielleicht auch wegen den Nähten oder so? Das wäre jetzt ja, mal. Genau, das mein, ja, genau, das ist ja. Wie die Nähte. Das sind diese weißen Buren, würde ich jetzt mal schätzen. Hat was davon. Laternenfisch wieder? Ja. Das, was wir jetzt wahrscheinlich gleich machen, ist eben, wir haben gesagt, dass sie diese, okay, Andre, diese elektrische Qualle haben. Und damit wollen sie Tintenfisch anlocken. Und da ist quasi die Background-Story dazu, dass, oh Gott, wann war das? 2016, glaube ich, wurde ja zum ersten Mal so ein Riesenkalamar gefilmt in der Tiefsee. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Das war schon so eine wissenschaftliche Sensation. Und haben sie damals schon auch in der Presse ziemlich rausgepusht. Andre, have you done this before? I haven't, but others have. How long until we can expect the lure to attract a predator? It's hard to say, it's a big ocean. But if you lose patience, I would find some real Atolla jellyfish. I have a feedback system set up to improve the lure as you scan them. Of course you do. For those watching, we will be scanning these Atolla jellyfish to make sure Andre's lure matches the real thing. It does, but it can always be refined. Not much confidence in humanity, but plenty in himself. Okay, jetzt verbessern wir das mal und dann... Keine Ahnung, ja, was wir dann machen. Genau. Auf jeden Fall diesen Riesenkalamar, dass sie das geschafft haben, den zu befilmen, lag eben daran, dass sie genau eben so eine Lockqualle gebaut haben. Also zum einen haben sie ein Kamerasystem runtergelassen, das mit einem Seil runtergelassen wurde, also nicht elektrisch war und damit geräuschfrei. Und dann haben sie eben auch nur rotes Licht benutzt, damit sie eben die Tiere nicht verschrecken. Und dann haben sie eben das Leuchtsignal von der Qualle dort abgespielt, weil diese Quallen eben von dem Stress haben. Dann leuchten die im Kreis, das sehen wir jetzt sicher gleich. Und damit haben sie tatsächlich geschafft, den riesigen Kalamar anzulocken. Impolite comments on the screen pointing out that giant squid don't feed on Atolla jellyfish. They're right. Actually, the Atolla puts on this light show when under attack, in order to lure creatures big enough to eat their attacker. It might have some useful human applications. I think we need more Atolla scans to approve the lure. Okay, jetzt wird der Köder getestet. Ah, Pingu hat die Doku dazu gesehen. Ah. Hallo, Belana. Ja, hi, Belana. Schön, dass du auch da bist. So. Genau, auf jeden Fall. Ja, ihr könnt auch mal googeln. Also man, online kann man die Aufnahmen von dem Riesenkalamar auch sehen. Und es ist schon, die sind beeindruckend. Also lohnt sich mal reinzugucken. Ja, ich hoffe, jetzt sehen wir hier auch bald einen. Wieder. Und diese Quallen sind auch eher Dinge, die in der Tiefsee passieren, ja?
Okay. Yeah, genau. Whose idea was it to livestream this particular dive? I am glad I can't see the comments. I would agree. My grandmother had a saying for times like this. I'm not going to try my grandmother's accent on a live stream, but loosely translated, it means if you get bored waiting for a giant squid, you can always go to a brine pool. That's a pretty specific saying. So, jetzt wird wieder der Köder getestet. Sie will, dass du zu dem brine pool gehst. Ja, okay. Aber wo ist der? Was ist das? Ein Gespensterfisch. Ah, sind das die mit dem durchsichtigen Kopf? Ja, ich glaube, die haben einen durchsichtigen Kopf, damit sie nach oben gucken können. Durch ihren Kopf durch. In der Tiefsee ist schon weirdes Zeug unterwegs, ey. Dann machen wir mal die nächste Qualle. Ich bin mir nicht sicher, worauf Irina abzielt, was ich anderes machen soll. Achso, du sollst zu den Quellen schwimmen. Sie will, dass du zu den Quellen schwimmst. Most likely a sign that they have detected predators in the region that threaten them. Oh. Aller guten Dinge sind drei. Oh. Oh, da kommt er. Da kommt er. Yeah. Ah, that gave me a chill. Oh. I know how much you enjoyed that, but do you mind if we check out the brine pool before we check on our whale cam? If you insist. You got what you wanted. This is my giant squid. Is that another one of your grandmother's sayings? No, but she often used this one. Hurry up and collect my specimens for me. What an expressive language. It's no giant squid, but I promise you, you won't have to wait to find it. Okay, dann bin ich jetzt mal gespannt. Rippenquallen sind auch überall. So, jetzt haben wir den Grund erreicht. At long last, welcome to the brine pool. I know it's really a salt lake under the ocean, but it looks more like a witch's brew. I have been teasing Arena, but a brine pool is a diverse microenvironment within the ocean. It has its own ecosystem. And each one is unique. So that means the microbiology is unique and could hold groundbreaking solutions to human problems. Each time I take new samples into a lab here on this ship, it's this magical discovery moment where I tingle all over. I fund my own research so I can pursue what I know to be important. And people ask me, how much money are you going to spend to collect some bacteria at the bottom of the ocean? If these bacteria hold the cure for a disease that relieves even just a small amount of human suffering, how do you put a price on that? That is some giant squid. Na und André, was haben Tiefseequellen mit Corona zu tun? Naja, aber also das, was sie jetzt gerade gesagt hat, dass sie Bakterienproben sammelt, halt von allen möglichen abgefahrenen Orten, so werden immer noch neue Wirkstoffe versucht zu finden. Weil bevor es in irgendeiner Form Wirkstoff ist, muss man quasi erstmal einen neuen Naturstoff finden. Also irgendwie einen Pflanzensekundärstoff oder irgendein Produkt, was ein Organismus produziert. Pflanze, Bakterium oder weiß der Geier was. Weil es gibt so viele unendliche Kombinationen aus organischen Materialien, sodass wir nicht irgendwie eine Karte erstellen können, das sind alle möglichen Stoffe, die die Natur bilden kann. Sondern es ist besser oder tatsächlich auch effizienter, sowas zu suchen. Man hat schon versucht, künstliche Intelligenzansätze zu machen und alle möglichen Biomoleküle zusammenzubauen. Da ist dann jedes Milliardste, das in irgendeiner Form eine Auswirkung auf den menschlichen Körper hat, aber längst nicht
zu einem Wirkstoff reicht. Und aber indem man verschiedenste Lebewesen, besonders aus extremen Situationen, wie jetzt hier der Tiefsee, wo wir gerade runtergetaucht sind, einsammelt, kann man tatsächlich Kandidaten für Wirkstoffe finden. Nicht direkt speziell gerichtet auf eine bestimmte Krankheit, aber man muss sich dann quasi den Organismus angucken und findet dann vielleicht etwas, was, keine Ahnung, vielleicht Parkinson, vielleicht nur gegen ein besonderes Epitop bei der gemeinen Grippe wirkt. Aber man kann dort sehr, sehr viel finden. Und deswegen wird immer noch in die Natur rausgegangen und an allen möglichen Stellen Naturstoffe gesucht, die dann irgendwann vielleicht zu einem Wirkstoff werden können. Und jetzt sammle ich hier mal Proben ein. Ja, was ich meinte, ist, dass die Polymerase, die für die PCR verwendet wird, aus Tiefseequellen kommt. Ah, ehrlich? ja, also die erste Polymerase, die mit der quasi die PCR überhaupt erst möglich war, wurde hier im Yellowstone Park bei diesen Geysiren aus dem heißen Wasser, also von Bakterien aus dem heißen Wasser, isoliert und benutzt, aber dann haben sie halt eben noch die, also das ist die TAC-Polymerase, die kommt eben von Tiefseequellen und die funktioniert eben noch besser mit in höheren Temperaturen und deswegen kann man damit halt die PCR beschleunigen. Deswegen sind das die Polymerasen, die jetzt halt heutzutage benutzt werden. Okay, das wusste ich nicht. Ich weiß, dass das Green Fluorescent Protein, also eins der wichtigsten Markerproteine, die man so in einer Biochemie benutzt, um Sachen zu untersuchen, auch aus einer Qualle stammt. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob das direkt Tiefsee war. Nee, das ist keine Tiefseequalle, aber genau. Das ist auch Qualle. Und aus Korallen. Aber das erste, das GFP, kommt, das entdeckt wurde, kommt aus einer Qualle. Ja. Ja, es gibt. Und ach ja, die fluoreszierenden Haie, die wir vorhin gesehen haben. Das Interessante daran ist, das haben sie auch erst eben letztes Jahr rausgefunden, dass die haben keine fluoreszierenden Proteine, sondern die haben fluoreszierende Metaboliten. Und das ist ganz neu. Das wurde nämlich davor noch nie so entdeckt. Davor waren es immer Proteine. Also wer weiß, für was das noch biotechnologisch zu gebrauchen ist. Also Metaboliten heißt Stoffwechselprodukte. Mhm. Genau, danke fürs. Also irgendetwas, was sie herstellen, das dann. So, jetzt. Hier sind Schleimaale. Das klingt ekelig. Oh, ich liebe Schleimaale. Ich glaube, alle hassen sie, aber ich liebe sie. Was ist denn ein Schleimaal? Das sind kieferlose Fische, die haben keinen Kiefer und so. Und wenn du die fängst. Die, wenn irgendwas stirbt, die stürzen sich auf alles und fressen es und so. Und die hast du auch öfter mal an der Angel. Und wenn du die rausnimmst, die lassen quasi, wenn sie Angst haben, lassen sie ganz viel Schleim los, damit sie halt entwischen können, ne? Damit sie schön schleimig sind. Und wenn du den dann irgendwie fängst und in so einen Eimer kurz reinsetzt, dann wird dieser Eimer voll mit so Schleim. Das erinnert so ein bisschen an diesen grünen Schleim, den man früher so als Kind hatte. Okay. Und ich liebe das, wenn man das. Ich liebe damit zu spielen. Also alle denken, oh, ich bin total bescheuert, aber das ist echt geil. So, ich glaube, wir haben genug gesammelt und jetzt geht's zurück. Mirai, pushing you away point. Sperm whales are back on the hunt. Look for the drones. They will seek out the sound of the sperm whales and then idle nearby. We hope that today Andre's tech will make it possible to document how a sperm whale hunts the giant squid. Boah, Stine, sie schwitzen die Fluoreszenz nicht aus, aber das wird abgelagert in ihrer Haut. Aber der Stoffwechselweg ist einfach, dass verschiedene Stoffe durch Enzyme umgebaut werden zu anderen Stoffen. Und das ist quasi in einem Stoffwechselweg, den wir Menschen auch haben, aber bei denen ist der ein bisschen anders. Und durch den produzieren sie eben diese Fluoreszenz, was ungewöhnlich ist, weil man das einfach davor noch nicht kannte. So, ich bin mir jetzt nicht sicher, was ich hier alles. Okay. Let's
Let's go tag some sperm whales so we can eavesdrop on their hunting. One of our viewers wants to know if there is a problem with the link, since the waypoints keep appearing and disappearing. No problem. The drones are in stealth mode, so they will only track the whales by sound. I better swim fast. Okay. Hier sollen jetzt Pottwale jagen. Ah, da ist er. Okay. Peilsenderkamera auf einem jagenden Pottwal. Okay. Den haben wir da oben quasi. Da links oben im Bild. Und dann... Ach so. Mist. Bin ich jetzt außer Reichweite geschwommen? Wahrscheinlich. Da unten ist er. Ah, okay. Wir müssen quasi in der Nähe bleiben. Das links. Man sieht so einen roten... Ah, bist du direkt daneben. Ja. Weiß nicht, ob das Sinn der Sache ist, aber... Okay. Kannst du das rote Licht anmachen? Ah, jetzt habe ich die Peilsenderkamera auf dem jagenden Pottwal aktiviert. Oh! Oh. Der Kalam. What just happened? Kamera. I think the squid knocked the camera right off. I had that camera feed in full screen on my visor, and for a second I thought it was lights out for me. Sounds like a good time for the sub to pick you up. Livestream out. Okay. Das war unser Livestream aus der Tiefsee. Was macht das Experiment? Ja, ich denke, dass das Wasser sich jetzt mittlerweile, dass sich das alles ausgeglichen hat. Dass wir nicht mehr groß was sehen, leider. Und ich saue hier rum. Aber das gehört auch dazu. Horst, die fragt gerade, ob es eine Lösung gibt für das schlechte Bluetooth unter Wasser. Tatsächlich, also ich kann dir nichts Genaues sagen, aber tatsächlich habe ich vor... Und dreiviertel Jahr oder so was gelesen, wo es darum ging, also um WLAN unter Wasser, dass sie das irgendwie hinbekommen haben. Aber ich kann dir nichts Genaueres zu sagen, weil ich mich nicht mehr genau erinnern kann und ich es nicht so im Detail gelesen habe. Ich habe auch nur so ein bisschen die Überschrift mitbekommen und fand das aber auch total abgefahren, weil das eben ein Problem ist mit Messgeräten oder eben mit so Tiefsee-Robotern oder so, dass du brauchst eben immer Kabel, weil du nicht irgendwie über Bluetooth oder sowas senden kannst. Und deswegen ist das auf jeden Fall spannend. Können wir uns ja nochmal, ich schreibe das mal auf, das kann man sich ja nochmal... Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall hier im Spiel haben sie sowas gemacht, wie dass die WissenschaftlerInnen hier über Ton tatsächlich Daten austauschen können. Also also nicht nur sprechen, sondern auch tatsächlich irgendwie WLAN unter Wasser mit Sonar, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist auf jeden Fall irgendwie ein Teil dieser Geschichte, die wir hier miterleben. Ja, und jetzt sind wir irgendwie... Jetzt benutzen sie WLAN-Kabel, ja. Nein, aber André, das kannst du dir vielleicht nochmal angucken mit dem WLAN unter Wasser. Ich kann es auch nochmal gucken, ob ich das finde. Weil du bist ja der Technik... Unser Technik-Freak, sag ich mal. unter uns plötzlich wissen Leuten. Genau. Der Physiker muss wieder was rausfinden, ja? Ich habe ja noch eine News-Story der Woche. Eine Meeres-News-Story der Woche. Ja, machen wir damit... genau, lass uns damit schließen. Ja, richtig, die Nee, erzähl du. Ich will es nicht vorwegnehmen. Ich habe es auch gelesen und du hast gesagt, du willst was drüber machen. Finde ich großartig. Nee, du weißt gar nicht, worum es geht. Da bin ich nämlich gestern drüber gestolpert, zufällig. Okay. Und zwar
Es gibt wieder Seepferdchen in der Nordsee. Yay! Niemand freut sich. Seepferdchen in der Nordsee? Ja. Die waren in der Nordsee ausgestorben, oder wie? Ja, die waren verschwunden in der Nordsee, und zwar, weil in den 30er Jahren die Seegraswiesen verschwunden sind und ausgestorben sind und damit auch die Seepferdchen. Und jetzt wurden so die letzten Jahre immer mal vereinzelt, gab es so Meldungen, dass eins gefunden wurde, aber jetzt haben Wissenschaftler tatsächlich zwei Exemplare zufällig aus dem Wasser gezogen. Und das war Langschnauzen-Seepferdchen. Und ja, scheint so, als ob die wieder da sind. Also sie vermuten auch ein bisschen, weil das Wasser wärmer ist. Aber es ist eigentlich kein Seegras da und sie wissen nicht so wirklich genau, wo die wohnen. Guerillaschieb sagt, das stand heute im Weser-Kurier und in der Nordsee-Zeitung. ich habe es, glaube ich, gestern bei Buten und Binnen gelesen. Abgefahren, es gibt wieder Seepferdchen in der Nordsee. Ich wusste nicht, dass es in der Nordsee jemals Seepferdchen gab, aber ja, ne? Ich bin auch weit. Ja. Vielleicht waren sie nur im Urlaub, finde ich auch schön. Ja. Seepferdchen müssen auch mal Urlaub machen. Ja, WLAN unter Wasser nehme ich mir mal mit, was es da gibt. Und das Janus-Protokoll wird für die Unterwasserkommunikation genutzt, sagt Guerillaschieb. Janus habe ich noch nicht gehört. Ja, aber Janus. Okay, muss ich mir noch mal genauer angucken. Frequenz von 11 Kilohertz. Nee, ist klar. Ja. Janus-Protokoll wurde in den 90er Jahren für Telnet-Geschichten benutzt, richtig? Mailbox-Szene. Ja. Nein, ich werde mich mit... Ich werde auch noch mal was zum Janus-Protokoll sagen, falls das relevant ist. Auf die Schnelle kann ich das auch nicht... kann ich das auch jetzt gerade nicht beurteilen, weil ich habe mit Informatik nicht so viel am Hut. Ich bin von Hause aus Physiker, aber ich gucke mir das noch mal an. Ich meine, es gibt halt auch Sachen, wie das über Schall funktionieren soll, weil mit elektromagnetischem Zeug wirst du unter Wasser halt nicht glücklich. Besonders nicht unter Salz, mit Salzwasser, wenn du irgendwas Leitfähiges dazwischen hast. Aber da kann ich auf jeden Fall nächstes Mal drüber erzählen, wie das funktionieren könnte. Aber ich glaube, eine richtig super Lösung gibt es da jetzt noch nicht für. Obwohl es ja verteidigungsrelevant ist für die ganzen Atom-U-Boote. Aber da gibt es auch noch so ein paar Lösungen. Da weiß ich auch schon, wo ich nachgucken kann oder wen ich mal fragen kann diesbezüglich. Ja, das ist übrigens tatsächlich auch in der Meeresforschung gar nicht so ungewöhnlich, dass man Militärsachen nutzt für die Forschung. Also da hat tatsächlich die ganze Militärentwicklung hat da die Meeresforschung auch vorangetrieben. Also zum Beispiel eben Hydrofone, eben auch überall aufbauen, ein Krieg, ne, um dann zuhören. Die werden aber heutzutage eben auch genutzt. Also die Sonarnetze aus dem Kalten Krieg werden genutzt, um Sachen zu tracken. Man konnte dich gerade schlecht verstehen. Ja, die Hydrofone, ja. Ja. Achso, Hydrofone. Genau, Hydrofone, ja, um einfach Geräusche im Meer zu hören und eben zum Beispiel Wahlgruppen zu bestimmen und sowas. Und das sind teilweise eben auch noch eigentlich vom Militär aufgebaute Strukturen, die da genutzt werden. Ja, okay. Wir haben uns so vorgenommen, wir machen bis 22 Uhr. Wir sind ja heute nur zu zweit, aber beim nächsten Mal ist Inga wieder da. Haben wir uns schon einen Termin rausgesucht? Ich glaube nicht. Ja. Ich habe das vorhin auch schon überlegt, aber ich glaube nicht, ne? Nee, ich glaube auch nicht.
Ich guck mal gerade, ob ich mir was in den Kalender reingeschrieben habe, bevor ich hier irgendwas Falsches erzähle. Nee, ich hab nix. Nee, ich auch nicht. Inga ist am 25. wieder da. Also ich schätze mal, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass wir vielleicht in der letzten Januarwoche wieder den nächsten Plötzlich-Wissen-Stream machen. Also in knapp 2 Wochen. Versprechen will ich aber nix. Wir gucken mal. Inga weilt zurzeit, Julia, das war Portugal, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Wenn mich nicht, aber ich bin mir auch nicht sicher. Das wird sie uns nächstes Mal selber erzählen. Also nächster Plötzlich-Wissen-Stream haben wir noch keinen Termin für. Wir sind alles ein bisschen unorganisiert. Und ihr habt die Aufregung, bevor der Stream losging, auch nicht mitbekommen, weil es gab einen Bug beim Laden der Safe Games und erst nur ein paar Minuten vorher ist es überhaupt gelungen, dass wir zurück auf unseren Spielstand gekommen sind hier bei Beyond Blue. Und ja, auf jeden Fall so in ungefähr 2 Wochen. Wir werden auf jeden Fall auf Twitter das ankündigen, unter Plötzwiss. Auf Facebook und auf Instagram. Die Sachen stehen hier unten, wo unsere Accounts sind. Aber ansonsten findet er auch die ganzen Social-Media-Sachen auf www.plötzlichwissen.de. Plötzlich Wissen mit OE und alles zusammengeschrieben. Da findet er auch alle Social-Media-Sachen. Oder folgt uns auf unserem Discord-Server. Den haben wir auf dem Twitch-Kanal auf jeden Fall auch verlinkt. Ich kann den auch noch mal raussuchen. Hier. So. Wo ist denn unser Discord? Den Linkadresse kopieren. Den schmeiße ich mal in den Chat. Kommt gerne vorbei, wenn ihr auf jeden Fall informiert werden wollt, wann unser nächster Livestream ist. Da werde ich das sofort raushauen, nachdem wir uns abgesprochen haben. Ich schätze mal, letzte Januarwoche, erste Februarwoche auf jeden Fall. Dann machen wir weiter mit Beyond Blue. Auf jeden Fall mit einem neuen Experiment, würde ich mal sagen. Ich werde in der Zwischenzeit mal was probieren und das vielleicht einfach auch mal ausprobieren, wie es besser geht. Vielleicht mache ich ein Video davon oder ich mache es nochmal, wie es dann funktioniert. Ja, ansonsten kurz Werbung in eigener Sache. Wer Bock hat, kann gerne morgen vorbeikommen. Morgen, Dienstag, mache ich bei mir auf dem Kanal Andere Lampe immer die Dienstagspolitik mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne und wir spielen im Moment Real Politics 2. Morgen um 20 Uhr machen wir da die Dienstagspolitik. Kommt auch gerne vorbei, wenn ihr Bock drauf habt. Ansonsten, ja, folgt uns Plötzlich Wissen auf den sozialen Medien oder kommt auf den Discord-Server und dann werdet ihr benachrichtigt, wenn wir den nächsten Stream machen. Und ja, wir haben auf jeden Fall schon wieder einige Experimente in der Hinterhand und nächstes Mal gibt's dann was Neues. Aber das hat schon ganz gut funktioniert heute. Es wird besser. Wir werden besser. Ja, schön, dass ihr alle da wart. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Habt ein bisschen was mitgenommen. Und wenn Fragen da sind, auch einfach raushauen. Auch gerne auf Discord. Vielleicht gibt's ja was, was wir beim nächsten Mal dann beantworten können. Mit WLAN unter Wasser werde ich mich auseinandersetzen. Janus-Protokoll. Okay, dann machen wir jetzt den Sack zu, Julia, ne? Ja, auch sagen. Okay, dann... Ist ja schon spät. Ja. Ist ja schon... Warte, ich muss hier gerade noch mal kurz so ein bisschen... So, habe ich noch so einen kleinen Text geschrieben. Danke, dass ihr alle da wart. Habt einen zauberhaften Abend. Und bis die Tage im Stream. Macht es gut. Dankeschön. Macht's gut. Ciao, ciao.